Salü zusammen. Ja, es ist mal wieder Zeit für ein Video und es gab doch jetzt doch wirklich Leute, die sich gewünscht haben, dass ich mal zeige, was ich da noch so an Tabakvorräten liegen habe. Da sind teilweise Tabake dabei, die sind seit 2017 bei mir. Die werden auch noch eine ganze Weile zubleiben. Da gehören unter anderem diverse Amerikaner dabei. Aber das seht ihr ja gleich. Einige von euch werden aus meinen alten Videos ja noch mein Tabakschränkchen kennen. Das existiert in der Form immer noch. Aber wir beschränken uns jetzt im Schränkchen darauf, dass ich euch das mittlere Segment zeige. Es sind zwei Regalbretter drin, also dementsprechend drei Möglichkeiten, wo ich Sachen drin verstauen kann. Oben ist so ein bisschen Krust drin und die Tabake, die ich aktuell offen habe. In der Mitte sind die Tabake, die ich euch jetzt zeigen werde. Das sind alles die verschlossenen und unten drunter ist Graffel. Ja, das sind alte Tabakdosen, leere Tabakdosen und so weiter und so fort. Und darum soll es mal gehen. Wir gucken jetzt mal, was ich noch da habe. Bis gleich. So, da sehen wir die gesammelten Werke. Das sind alles Tabake, die zu sind, die ich hier auf Halde liegen habe. Wer mein Schränkchen kennt, weiß, hier oben drüber ist noch ein Fach und hier unten drunter ist noch eins. Hier unten sind nur leere Dosen drin. Da gibt es großartig nichts zu sehen und oben drin sind die Tabake, die ich offen habe. Da stehen jetzt noch drei Stück drin. Da fliegen auch noch ein paar Corncobs drin rum. Die anderen drei Tabake, die ich im Moment auf habe, stehen bei mir unterm Wohnzimmertisch. Fangen wir mal mit den Tabaken aus von oben an, die ich im Moment auf habe. Da haben wir hier einmal von DTM den Gold of Mysore. Das ist einer der Standard-Tabake, den ich eigentlich immer da habe. Dann haben wir, wenn es mal ein bisschen ein knackigerer Aromat sein soll, von Caminetto, den Rosso. Den kriegt man nur bei, steht ja hier oben, John Aylesbury, also bei Händlern, die zum John Aylesbury Konsortium gehören. Das ist aromatisiert mit Rotwein. Schon ein bisschen spezieller und dann, was ich halt immer da habe, hier in der Triebtäter-Version. Ja. DTMs Hamburger Fairmaster, das ist bei mir der Standard-Flake, der muss immer, der geht bei mir regelmäßig durch die Pfeife und es ist halt in 250 Gramm, ehrlich gesagt, immer billiger. So, von hier unten bis hier oben brauche ich großartig nicht zeigen, das sind nämlich die Tabake, die ich letztens erst gekauft habe. Also da, ihr erinnert euch aus dem DTM-Video mit den ganzen Flakes, ich blende euch das hier oben mal gerade über die Infocard ein. Dann haben wir hier eine noch unversaute Dose Rum and Maple. Mit Zehnerfüll hingelegt. Der ist noch komplett hier ohne Warnhinweise. Also der ist dementsprechend alt. Der ist auch noch mit einer ziemlich verrammelten Steuerbanderole für 11 D-Mark zu 100 Gramm. Rauchen werde ich den nicht. Ich habe den, der ist noch original zu. Ich habe den wirklich nur aus rein optischen Gründen gekauft, weil ich die Dose relativ schön finde. Ich kenne den Rum and Maple, zumindest den neuen, ist überhaupt nicht meins. Dann sieht man es hier schon. Da sind sie umgeflogen. Na, der gute St. Bruno Ready Rubbed und Michael aus Gran Canaria hier, ne, der ist auch aus Spanien, in dem Fall wirklich aus Gran Canaria, weil mein Vater mich da immer mit versorgt. Da habe ich noch zwei auf Halde, dann hier natürlich auch aus Spanien besorgt, der Condor Grün, der da auf Halde liegt. Ich muss den jetzt irgendwann mal einvakuumieren, damit wir die nicht umgehen. So, machen wir weiter. Die sind auch noch aus der Flake-Bestellung. Und da war ja so einiges bei. So, haben wir die Flake-Bestellung absortiert. Da habe ich noch einen 2019er. Ja, komm her. 2019er von Stefan Meyer, von Tabak Meyer aus Freiburg. Das ist mein Stammhändler.
Ich kann leider gar nicht mehr sagen, was der geflavored ist und warum ich mir den auf Halde gelegt habe. Wie gesagt, Aromaten auf Halde legen ist ja meistens sowieso so eine ziemliche Schnapsidee, aber ich habe noch eine Dose, genauso wie vom 2018er von Tabakmeier. Ich packe euch mal den Link zu Tabakmeier unten in die Infobox, dann könnt ihr euch da mal die Hausmarken angucken. Da gibt es nämlich ein paar echte Spezialfälle, die vielleicht für den einen oder anderen was wären. Und dann habe ich hier noch eine schöne 2018er St. Patrick's Day von Petersen. Der war richtig gut, von dem habe ich, als er damals rauskam, glaube ich, 4 Dosen niedergemäht. Das ist die letzte, die da noch übrig ist. So, kommen wir zu den noch vorhandenen Iren von DTM. Einmal der Limerick Flake, der liegt jetzt hier auch schon eine Weile auf Halde. Was sagt das blöde Etikett? Na, hier, gemacht. Man kann es lesen, ich sehe es im Display nämlich gerade ganz schlecht, ja, 2017. Der Donegal und der Killarney. Die habe ich da auch noch auf Halde. So, hier links sieht man schon, wer so ein bisschen Ahnung hat, das sind die ganzen Amerikaner, die machen wir jetzt auch mal direkt. Da habe ich hier einmal ein Lane Limited 1Q. Das war ein Geschenk von einem Freund aus den USA. Das soll der Aromat in den USA überhaupt sein. Also der meistverkaufte wohl anscheinend ist ein Vanille-Aromat. Hab den bisher noch nicht angepackt. Der hat auch schon ein paar Tage auf dem Buckel. Der ist auch von 2017. Dementsprechend wird er auch nicht mehr so schmecken, wie er eigentlich vom Hersteller gedacht ist. Die Reihe hier ist ein bisschen speziell. Ihr seht, das wackelt wie ein Kuhschwanz. Das hat einen Grund. Die sind nämlich alle leicht aufgebläht. Ich habe da schon mit jemandem Speziellem korrespondiert, nämlich in dem Fall mit Ralf, also mit Rally. Der zu mir meinte, das ist nicht schlimm. Das zeigt einfach nur, dass da leer Tabak weiter fröhlich vor sich hin fermentiert. Da haben wir einmal von Cornell & Deal den Bourbon Bleu. Da hieß es auch vom Hersteller, man solle den mal auf Halde legen. Den dann später rauchen. Dann haben wir hier Cornell & Deals String Duster, der noch original verschlossen ist. Noch eine Dose Briar Fox. Das ist ja dieser Virginia Crumble Cake von Cornell & Deal. Das sind alles Tabake, wo man in Deutschland furchtbar schwer drankommt. Gerade seitdem sich das Thema mit dem Zoll ja erledigt hat. Hier haben wir den Yorktown von Cornell & Deal. Das ist die 3. Dose insgesamt. Da habe ich schon 2 weg. Der ist Weltklasse. Finde ich echt ein bisschen tragisch, dass es den in Deutschland nicht gibt. Dann haben wir hier Briar Works. Die Gläser hier, die habt ihr auch bei Rainer schon mal gesehen, weil ich hatte ihm da was von geschenkt. Ja, einmal hier den Unsweet Tea. Und das Schöne an diesen Mason Jars ist ja, dass man immer sieht, was drin ist. Den gibt es auch als Sweet Tea. Da ist es dann ein aromatisierter, der ist in dem Fall unaromatisiert. Und einmal der Back Down South. Ihr seht, das ist ein recht grober Flake. Ich glaube, das war auch irgendwas mit Perique. Da sind einige Tabak drin, da habe ich ehrlich gesagt schon gar keine Peilung mehr, was es ist. Jetzt kommen so ein bisschen auch die Schätze, die ich noch habe. Und zwar nehmen wir gleich mal der 40th Anniversary Pipe Tobacco von McLelland. Und ja, man könnte, glaube ich, immer noch regelmäßig das Heulen kriegen, dass es die nicht mehr gibt. Der ist noch original zu und der wird es wahrscheinlich bleiben, im Zweifel, bis ich in Rente gehe, was weiß ich. Also den, da habe ich echt einen Heidenrespekt davor, den aufzumachen, weil ich halt weiß, ich werde den nie wieder kriegen. Und da muss wirklich dann alles passen. Dann haben wir hier noch den Milk and Honey von Cornell & Deal. Der kommt aus dieser, ja, es ist eigentlich, also ich kann wirklich salopp sagen, es ist eine jüdische Serie. Es sind, glaube ich, auch 3 oder 4 Tabake, die es da gibt. Was die ausmacht, ist, die sind allesamt mit Orient. Also da ist immer ein relativ großer Orient-Teil drin. Hier hinten ist dann auch die Beschreibung. Kann sich euch mal vorlesen. Starting with a complementary base of black and red Virginia Cavendish, rough cut burley
and Dark Fire Kentucky are then mixed with exotic Middle East Orientals and a touch of Perique to create this smooth, fragrant blend. Da habe ich schon einen von geraucht und die sind wirklich sehr orientlastig. Also wer auf Orient-Tabake steht, mal die Möglichkeit hat, vielleicht da dran zu kommen, guckt euch da die Serie mal an. Die haben alle ein in etwa ähnliches Bild, also die fallen optisch alle auf. Dann habe ich hier von Cornell & Deal noch den Pegasus. Dann haben wir hier hinten, wurde ihm schlecht, von Cornell & Deal den Pennington Gap. Dann kommen jetzt wieder McLellans. Hier eine Dose Darkstar. Das ist eine der Dosen, die ich noch gekriegt habe in dieser Hamsterkaufaktion, die dann einige durchgezogen haben. Ich habe mir nur einen bestellt, ich wollte eigentlich eine große. Ich habe dann aber nur noch eine kleine gekriegt. Wie gesagt, ich habe ja damals, war ich ja der YouTuber hier im deutschsprachigen, in der deutschsprachigen Pfeifen-Szene, der über den Tod von Cornell & Deal als erstes berichtet hat. Yogi hat daraufhin dann ja quasi ein Antwortvideo gemacht. Ja. Dann haben wir hier eine große Dose Grey Havens. Der hat eine lustige Story hinter sich, die erzähle ich euch aber nachher, wenn ihr mich wieder seht. Und dann kommt da hinten die letzte Reihe, da ist dann nochmal ein Grey Havens und zwar eine kleine Dose, auch von McLelland. Wer kennt die nicht? Den Haunted Bookshop. Das hier war so eine Special Edition, wo man halt einfach eine bisschen schönere Banderole drum gemacht hatte. Ja, also ich glaube, es gibt niemanden, der nicht YouTube-Videos guckt, der den Haunted Bookshop von Cornell & Deal nicht mit John Harden, also mit Matches 860 verbindet. Den habe ich mir aber selber gekauft. Der hat nichts mit John zu tun. Dann haben wir hier noch von McLelland den Tudor Castle. Auch keine Peilung mehr, was das ist. A blend of very sugary bright yellow Virginia, a good amount of rare number one grade Yenich Red Virginia and a nice touch of St. James Perique. Also das sind süße Virginias, wohl mit Oriental, rotem Virginia und Perique. Und dann hier noch die aus der Matured Serie von Cornell & Deal, Cornell & Deal von McLelland natürlich. Der Navy Cavendish. Und das sind so meine amerikanischen Schätzchen, die ich noch da habe. Da sind ein paar aus der Schweiz, da sind ein paar bestellt und geliefert, noch bevor dieser ganze Zollblödsinn dann so richtig losging. Und da sind durchaus auch welche dabei, die ich dann im privaten Reiseverkehr entweder mitgenommen oder mitgebracht bekommen habe. Weil ich habe ja auch so ein paar Connections in die Staaten. Ja, machen wir auf der Seite weiter. Der Jolly Joker, der geht jetzt dann bei mir ab Oktober wieder, bis dann wahrscheinlich so Januar, Februar. Bis dahin habe ich dann die 100 Gramm auch tot. Ich habe hier noch eine mit dem schönen alten Bild. Das Neue, muss ich ganz ehrlich sagen, was man da veranstaltet hat, das ist nämlich nur noch dieser Schriftzug und dann auch noch in einer ganz, ganz furchtbaren Farbe mit so einem komischen, ja, beerenfarbenen Schlagschatten. Sieht katastrophal aus, also. Aber solange der Tabak nicht drunter leidet, die Tamtendeiche kann ich auch wegmachen. Die haben wir nämlich auch erst letztens bestellt. So, dann habe ich hier noch DTM, den Choo-Choo-Train auf Halde liegen. Der geht bei mir auch immer wieder, aber halt nicht in der Menge, dass sie 250 Gramm lohnen. Deswegen 50 Gramm Dose. Von HU, den Haymaker. Auch der, den rauche ich immer wieder ab und zu mal ganz gerne. Da brauche ich dann aber auch definitiv nicht mehr von. Da reichen mir 50 Gramm. The Malad, Flake plus Perique. Noch nicht probiert. Bin ja momentan noch an dem SVH-Flake dran. Die werde ich danach aber probieren, weil ich den Melat an sich relativ gut finde. Dann der Tabak, wo man sich drum prügeln kann, ob man den unbedingt von DTM kaufen muss. Er ist ja nicht von DTM, er wird ja nur von DTM vertrieben. Die Europa's Roundels, ja, weil Peterson hat sie jetzt wieder, die haben ja die ganzen Dunhill-Marken jetzt unterm Eigenlabel laufen.
kriegt man ihn ja wieder als Deluxe Navy Rolls. Also da gibt es ja so die einschlägigen, die den im Sortiment haben. Aus dem Pfeifenladen in Berlin. Wahrscheinlich der Klassiker aus Berlin schlechthin, der 300er. Ja, auch Flake. Merkt, ich bin Flake-Raucher. Capstan Blau. Ja, wer mal rauchen will wie J.R.R. Tolkien, der raucht Capstan Blau. Man sieht es auch hier, der kommt aus Spanien und der war dementsprechend auch spottenbillig. Ich glaube, mein Vater hat keine 5 Euro für die Dose bezahlt. Und dann der Flake, mit dem ich damals das Rauchen angefangen habe. Ohne Witz. Ja, Peterson's University Flake. Ja, ich habe ihn noch in einer eckigen Dose gekriegt. Und da muss ich Franz von Gerd Janssens Pfeifendepot in Hamburg danken. Der hatte nämlich noch einen rumstehen. Und da habe ich ihn dann fast eine halbe Stunde am Telefon besabbelt, bis er die endlich rausgerückt hat. Ist der Flake gewesen, mit dem ich das Rauchen angefangen habe. Ich weiß, da gibt es andere Tabake, die da wahrscheinlich besser geeignet gewesen wären, aber ich rauche den immer wieder gerne. So, dann haben wir von Samuel Gareth noch ein paar. Dann haben wir hier von Samuel Gareth, beziehungsweise von Stanislav, den Springtime Flake. Das ist so eine komplette Saisonserie. Also da gibt es einmal hier Frühling, dann gibt es Herbst, Winter und Sommer. Herbst und Sommer habe ich schon durch. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Herbst besser wie der Sommer. Ja, der Springtime Flake, der fehlt mir jetzt noch. Dann habe ich hier auch noch den korrespondierenden Wintertime Flake. Mit dem muss ich aufpassen, weil ich habe ja schon mal darüber geredet, was ich für Probleme mit Perique habe und das mit Latakia. Das ist der einzige aus der Serie mit Latakia. Mal gucken, ob ich den vertrage. Sehen wir dann. Und dann haben wir hier einmal noch einen Full Virginia Flake von Samuel Gareth. Dann habe ich 3 Plugs damals noch organisiert bekommen, bevor man dann bei Peterson den Schirm zumachte. Nämlich den Peterson 3P, den Peterson's Perfect Plug. Er sagt hier insgesamt dann 3 Dosen. Der aged da auch fröhlich vor sich hin. Der darf ruhig noch eine Weile zubleiben, weil da ist ja auch nicht klar, ob Peterson den möglicherweise jetzt dann doch nochmal neu auflegt. So, und jetzt kommen wir hier hinten in die Ecke und das sind meine eingelagerten Dunhills. Also da haben wir einmal hier noch den Dunhill Flake, noch in der schönen eckigen Dose, so wie sich das meines Erachtens nach für Flake gehört. 2 Dosen Dunhill Ye Old Sign. Yep. Dann hier die Elizabethan Mixture. Da hatte ich gestern eine Unterhaltung mit Christian Probst. Der auch gemeint hat, er versteht nicht, weil den gibt's jetzt wieder von Peterson, aber nicht in Deutschland. In Deutschland gibt's den nicht. Und von dem habe ich eins, ja, schmeiß doch weg, 1, 2, 3, 4, 5 Stück auf Halde. Ja? Weil das ist von Dunhill mein absoluter Lieblingstabak gewesen, mit ganz weitem Abstand. Ich liebe diesen Tabak. Dann habe ich hier noch 2 Dosen 3-Year Matured Virginia von Dunhill und noch eine Dose vom Dunhill Ready Rubbed. Ja, das ist so das, was ich an Tabaken auf Halde liegen habe. Und dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt einen kurzen Cut und sehen uns jetzt dann gleich wieder. Ja, da war doch einiges dabei, wie gesagt, gerade die McLellans von den amerikanischen Tabaken, die werden noch sehr, sehr lange zubleiben. Da möchte ich halt wirklich gucken, dass ich da halt wirklich richtig, richtig, richtig den passenden Moment für abpasse. Die will ich nicht einfach für so. Ja, die sind einfach ein bisschen, ja, man kann schon sagen, schon fast zu wertvoll. Zumindest für mich. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn das wieder bei jemandem Begehrlichkeiten geweckt hat, Selbstbeherrschung wäre das richtige Wort. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.